Das christliche Hilfswerk Open Doors hat den Weltverfolgungsindex 2018 veröffentlicht. Die jährliche Rankingliste informiert über die 50 Länder mit der stärksten Christenverfolgung. Nach ihrer Einschätzung sind mehr als 200 Millionen Christen, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika, davon betroffen. Neu auf der Liste ist in diesem Jahr Aserbaidschan, in dem Christen gezielt durch Bestechungsversuche und Falschinformationen diskriminiert werden. Erstmalig ist auch Nepal vertreten. In der Asiatischen Republik übten hindu-nationalistische Extremisten gewaltsame Übergriffe gegen Christen aus. Open Doors möchte mit dem Weltverfolgungsindex auf die Situation der bedrängten Glaubensgeschwister in Kirchen, Medien, Politik und Gesellschaft aufmerksam machen. In einer zunehmenden Verfolgungssituation ist es für unsere verfolgten Geschwister so wichtig zu wissen, dass Christen an ihrer Seite stehen, sie geistlich unterstützen und tragen, damit sie in ihrem Glauben standhaft bleiben. Insofern ist der Weltverfolgungsindex auch ein Hilferuf unserer verfolgten Geschwister an uns, dass wir sie gemeinsam tragen im Gebet und sie auch ganz praktisch unterstützen. Auf Platz 1 der Liste ist nach wie vor Nordkorea. Die Diktatur sieht Christen als Staatsfeinde. Zehntausende sind in Arbeitslagern inhaftiert. Der Botschafter des Vatikans in Syrien, Kardinal Mario Cenari, hat dazu aufgerufen, geflohene Christen bei der Rückkehr in das Land zu unterstützen. Wie er gegenüber dem Portal Vatican News sagte, spielen Christen eine grundlegende Rolle beim Wiederaufbau Syriens. Wären sie wieder hier, könnten sie das tun, was sie schon immer in Syrien taten: Brückenbauer zwischen den verschiedenen Volksgruppen sein. Die Christen hätten sich auch in der Vergangenheit für ein offenes Land eingesetzt, so der Diplomat. Seit 2011 herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg mit vielen Fronten. Auslöser waren Forderungen der Bevölkerung nach mehr Freiheit. Die syrische Armee kämpft gegen mehrere Rebellenmilizen. Eine diakonische Einrichtung hat die Spende eines AfD-Bundestagsabgeordneten zurückgewiesen. Sie begründete es mit dem Menschenbild seiner Partei. Es passe nicht zu dem von Diakonie und Kirche. Daraufhin ist eine Debatte entstanden, ob Spenden aus politischen Gründen abgelehnt werden sollten. Für diese Möglichkeit spricht sich der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow aus. In einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA schreibt er: Der Empfänger darf selbst entscheiden, ob er Spenden annimmt oder nicht. Er habe Verständnis für die Begründung des Werks. Anderer Ansicht ist der Journalist und Bestsellerautor Peter Hane. Funktionäre haben Geld zurückgewiesen, das den Bedürftigen nun fehlt. Um glaubwürdig zu bleiben, sollte die Kirche konsequenterweise, seiner Meinung nach, nun den AfD-Politikern und deren 6 Millionen Wählern auch die Kirchensteuer zurückerstatten.